Hallo meine Lieben, heute zeige ich euch, wie ihr das Spielzeug Schnucki bekommt. Dieses Spielzeug könnt ihr nur als Hordler holen und ist eine kurze Questreihe in der Zar Alor. Bei den Koordinaten 57, 75, 92, 51 steht ein totalaner NPC. Diese gibt euch eine Quest. Diese Quest nehmt ihr an und erledigt sie. Wenn ihr dort keine Quest bekommt, eventuell könnt ihr einfach auch direkt zu diesem Camp der Sucher Außenposten hingehen. Wenn dort auch keine Quests sind, dann müsst ihr zuerst ein bisschen durchquesten, die Questreihe und Queststränge von dem Erfolg der Thron von Zuldazar abschließen. Und dann werden eigentlich neue Sidequests freigeschaltet. Wenn ihr die Quest angenommen habt, dann erledigt sie einfach und wenn ihr hier landet, dann lauft einfach zum Camp hin, der Sucher Außenposten. Dann erledigt sich die Quest von selbst. Gebt die Quest ab und nehmt die neue Quest an. Je nachdem könnt ihr auch hier schon die Quest winzige Schätze annehmen. Wenn nicht, macht einfach vorher Kunden zuerst fertig und dann, wenn ihr die Quest gemacht habt, fliegt nochmal zum Camp zurück, der Sucher Außenposten und dort findet ihr ein Baby-Totalaner namens Kuba. Der würde euch dann diese Quest winzige Schätze geben. Ich weiß nicht ganz genau, ich habe das halt so schrittweise gemacht. Bei meinen Twinks habe ich aber gesehen, dass man, glaube ich, einfach alles direkt zusammen machen könnte. Schaut einfach, wie es bei euch ist. Wenn die Quests alle noch nicht da sind, macht sie nacheinander. Ansonsten macht sie einfach direkt. So. Tretet näher und bloß nicht nur. Und wenn ihr winzige Schätze erledigt habt, dann bekommt ihr auch schon das Spielzeug. Also es ist eigentlich super einfach. Ihr müsst wirklich nur diese Quests machen. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr auch einfach nur winzige Schätze erledigen. Ich weiß nicht ganz genau, wann welche Quest freigeschalten wird, weil ich es mit meinem Hordler-Druide gemacht habe. Mit dem habe ich eh dort schon alles gequestet und so und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob ein neu erstellter Charakter, der noch nie dort gequestet hat, ob diese Quests dann dort auch vorhanden sind. Deswegen könnte sein, dass ihr einfach direkt schon winzige Schätze habt und dann einfach diese Quest macht. Ansonsten müsst ihr halt vielleicht noch ein bisschen durchquesten, bis ihr die Sidequests freigeschalten habt. Ja. Einfach, falls bei euch die Quests nicht sind, habe ich hier gesagt, was ihr eventuell machen müsst. Ich habe Großenkel, die älter sind als ihr. Ihr geht schon? Aber ich wollte gerade eine tolle Geschichte erzählen. Die Schnecke ist mega süß, so ein kleines Ding, die legt ihr euch auf den Kopf, wenn ihr das Spielzeug verwendet. Leider finde ich es aber ein bisschen schade, dass die Schnecke sehr klein ist. Und ja, wie ihr hier bei meinem Druiden seht, ja, man sieht es nicht, weil die Haare da so irgendwie völlig wild sind. Ich zeige euch das kurz auf meinem Schamane, der hat keine Haare auf dem Kopf, zumindest nicht solche Haare. Und dann sieht man hier die kleine Schnecke. Also eigentlich ganz süß, nur ein bisschen schade, dass sie so klein ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.